schon vorgestellt. Es geht um studentische Perspektiven auf KI, Forderungen und Impulse. Und es ist Nachmittag, deswegen machen wir gleich mal ein bisschen Interaktion. Mal kurz Hand hoch hier. Wer hat schon eine Richtlinie oder Leitlinie zu KI an der Hochschule? Okay, das ist sehr vereinzelte Stimmen. Dann schauen wir mal weiter. Wer hat schon mit Studierenden über KI gesprochen? Okay, das wären ein paar mehr Hände. Und letzte Frage, wer denkt, dass er oder sie weiß, was Studierende über KI in der Hochschulbildung denken oder wollen? Oh, es wären sehr vereinzelte Hände. Also denke ich, sind wir hier hoffentlich an einem Punkt, dass wir ein bisschen ja, neue Dinge reinbringen können. Und wir haben uns als Hochschulforum und als Digital Changemaker auf den Weg gemacht, tatsächlich schon im Dezember gestartet, über eine Explorationsphase und dann letzte Woche sehr intensiv in einem KI-Sprint uns mit den Themen Haltung, Regelung, Teilhabe, Qualifikation auseinandergesetzt. Und das Ziel des Ganzen ist eigentlich, die Studierendenperspektive im Diskurs um den Einsatz von KI an Hochschulen zu ergänzen, zu stärken, einfach auch überhaupt mal sichtbar zu machen. Dabei haben wir eigentlich das Ziel von oben, top-down, Diskussionen rund um KI zu starten, Rahmenbedingungen für Entscheidungsträgerinnen zu formulieren und auch eben diese studentischen Perspektiven zu bündeln und mal reinzubringen in diese Diskursräume. Oft sind die Studierenden ja erstmal dann konfrontiert mit der neuen Regelung und waren aber nicht im Prozess beteiligt. Bottom-up wollen wir natürlich auch andere Studierende befähigen, ihre Forderungen auch zu formulieren und geltend zu machen gegenüber vielleicht den Lehrenden, aber auch der Hochschulleitung und Anwenderinnen und Betroffene ermächtigen. Und was jetzt bei dem KI-Sprint rausgekommen ist, das könnte ich Ihnen jetzt erzählen, aber das tue ich natürlich nicht, weil ich bin, wie man gehört hat, Doktorand. Das lassen wir schon die Studierenden machen. Deswegen bitte großen Applaus für Lea, Inga und Philipp, die euch jetzt die Forderungen und Positionen vorstellen. Genau, also hallo nochmal von uns aus der Studierendenperspektive. Wir möchten jetzt auch nochmal ein bisschen was dazu sagen, was wir auch schon so bearbeitet haben und vor allem, worum es geht. Wir haben nämlich vier Themenfelder. Das ist einmal Regelungen im Kontext von Lernen und Prüfen, also Prüfungsformate, Prüfungskultur vor allem. Dann haben wir digitale Teilhabe und Zugänge, also wie kommen wir überhaupt dahin, dass alle Studierende gleichberechtigt zum Beispiel KI-Tools nutzen können. Dann geht es um Qualifizierung, welche Kompetenzen, welche Skills brauchen wir, um auch gut mit KI in der Lehre, in Lernkontexten umgehen zu können. Und als Querschnittsthema zu all diesen Themen, aber natürlich auch als eigenes Thema, Haltung. Das hört sich jetzt nach einem großen, vielleicht etwas diffusen Thema an. Da hören wir aber gleich nochmal ein bisschen was zu, weil das sozusagen durch alles einmal durchgeht. Die Haltung verbindet die Punkte, wo wir auch gemeinsam darüber reden können, wie wollen wir gemeinsam mit KI in der Hochschule umgehen zum Beispiel. Und in dem, was wir gleich erzählen werden, geht es immer so ein bisschen darum, was müssen wir einerseits jetzt tun? Also was soll relativ kurzfristig passieren, wenn wir uns darüber unterhalten? Was kann vielleicht auch schneller umgesetzt werden? Und der andere Punkt ist, was soll langfristig passieren? Also was ist so mit ein bisschen Blick noch in die Zukunft, Tales of Tomorrow, möglich und wohin wollen wir gerne gehen? Ich habe ja gerade schon gesagt, Haltung ist sozusagen das Querschnittsthema von all diesen Dingen. Wenn wir uns jetzt einmal genauer anschauen, worum es da geht, geht es vor allem darum, dass wir sagen, wir brauchen eine konstruktive und auch eine progressive Haltung. Das heißt, wir wollen gemeinsam darüber reden, also statusgruppenübergreifend, zu gucken, welche Entwicklungsschritte müssen wir gehen. Das heißt nicht, eine Statusgruppe sagt, jo, das hätten wir gerne und die andere sagt, ja, nehmen wir so, sondern am besten im gemeinsamen Austausch darüber. Was dahinter steckt, ist natürlich eine offene Partizipationskultur. Also wiederum, alle können mitreden, alle können sagen, welche Bedürfnisse gibt es zum Beispiel, und welche Hindernisse gibt es auch und werden in allen Schritten, also Planung, Durchführung und Evaluation, mit einbezogen darin. Das war ein Schritt zu viel. Gehen wir noch mal einmal kurz zurück. Entschuldigung. Und zu guter Letzt, was sich natürlich hinter Haltung auch versteckt, und das ist uns noch mal ganz wichtig, wir wollen KI und wir müssen KI auch als Chance sehen und nicht als Angstmacherin. Das heißt, klar, es gibt noch viele Fragezeichen, die uns auch noch eine Weile beschäftigen werden und mit dem wir uns aber auch beschäftigen wollen und müssen. Aber es steckt ganz viel Potenzial da drin für Studierende, für Lehrende und für alle Hochschulangehörigen, sich mit KI in der Hochschule nämlich zu beschäftigen. Jetzt ist es schwer vielleicht, über Haltung als solches zu reden. Was verbirgt sich dahinter?
Was wir gemacht haben, ist, dass wir so ein bisschen auf drei Werte geschaut haben, die vor allem für uns darin mitschwingen. Das ist einmal Offenheit, das heißt, was ich gerade schon meinte, dem ganzen Thema offen begegnen und auch offen sein, seine eigene Rolle oder die eigene Rolle zu hinterfragen in dem Prozess. Dann ist das Gemeinschaftlichkeit, das gemeinsame dran arbeiten, das gemeinsame Austauschen sich darüber vor allem und Konstruktivität. Also auch bereit sein, wenn zum Beispiel Studierende sagen, hier stoßen wir noch auf Probleme, hier drückt der Schuh aktuell, was können wir machen, damit das besser wird. Das sind alles Sachen, die wir sozusagen auch unter Haltung verstehen und was wir als grundlegende Haltung gerne herausarbeiten würden. Was wir auch noch herausgearbeitet haben und was uns wichtig ist, das wundert einen jetzt nicht, wenn wir hier auf der Bühne stehen und dazu erzählen, Studierende sollen und müssen aktiv mit eingebunden werden. Das heißt, Studierende haben ja auch bereits ganz viel Expertise mit KI-Nutzung. Studierende sind diejenigen, die das täglich meistens schon verwenden und auch wirklich gut verwenden und mit viel Expertise daran gehen. Das heißt, Lehrende können durchaus was lernen von Studierenden, wenn man mal offen nachfragt, was ist denn die Expertise, was sind denn die Anwendungsbereiche, wie nutzt ihr das denn in eurem Alltag? Dann geht es auch darum, und das richtet sich dann nicht mehr an die Studierenden, das richtet sich vor allem an Hochschulleitungen, dass wir sozusagen oder dass Hochschulleitungen mutig sind, Zukunftsstrategien zu entwickeln, die auch auf allen Ebenen KI mitdenken aktiv und sich dann auch dazu verpflichten, also so ein Commitment und Self-Commitment auch in zukünftige Strategieentwicklungsprozesse mit einbringen und zu sagen, so sehen wir KI in unserer Hochschullehre jetzt und in der Zukunft. Und zu guter Letzt, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, für all das braucht es Diskurs- und Austauschräume. Wir sagen ja die ganze Zeit zusammen reden, dazu braucht es eben auch Räume, die die Hochschule schaffen muss. Ja, gehen wir einmal weiter. Ja, ich mache weiter. Nachdem wir sozusagen diesen Diskursraum geschaffen haben und darüber diskutiert haben, kommen wir natürlich wieder zu Regelungen zu formulieren und das vor allem im Kontext von Lernen und Prüfen. Und da sind wir vor allem der Meinung, dass es klare und transparente Regelungen geben sollte für die KI-Nutzung, sowohl natürlich für die Prüfungen, was ja dann am Ende des Kurses irgendwie das Wichtigste ist, aber auch schon während des Kurses kann man halt sagen, na gut, hier sind die Regelungen, die sozusagen okay sind, so könnt ihr die KI in meinem Kurs nutzen. Was natürlich die KI auch zeigt, ist, dass irgendwie Diskurse, die irgendwie schon lange geführt werden, wieder aufkommen. Das heißt, irgendwie Prüfungsformate sollten natürlich überarbeitet werden. Prüfungsformate sind generell irgendwie ein heißes Diskussionsthema immer. Da hoffen wir natürlich auch, dass vor allem dann wissenschaftliches Arbeiten überarbeitet wird. Was ist möglich? Zitieren sind alles Fragen, die auf jeden Fall in diesem Diskussionsraum geklärt werden sollten und dann festgehalten werden sollten. Kompetenzorientierte Prüfungskultur ist auch ein Stichwort, was wir brauchen. Und zum Schluss dann für die, die sich schon gemeldet haben, also die, wo es schon Richtlinien gibt, Regelungen gibt, dass die Regelungen auch überarbeitet werden. Denn es ist ja irgendwie ein transformativer Prozess, das findet die ganze Zeit statt. Neue Tools kommen dazu, andere gehen vielleicht, dass man sagt, okay, wir schauen uns regelmäßig diese Regelungen an. Und was es noch geben sollte, ist, ne, gemeinsam mit Studieren partizipativ und lernzielorientiert diese Prüfungsformate zu überarbeiten. Wir sind auch der Meinung, dass die Verwendung von KI-Tools bei Prüfungen einheitlich geregelt werden sollte und dann zum Schluss auch es eine Förderlinie geben sollte, wo halt genau diese Prüfungsformate und Prüfungsformate mit und von KI sich angeschaut werden, entwickelt und erprobt werden oder dass, sofern es diese Förderlinien schon gibt, dass man sagt, okay, dass halt es abgedeckt wird. Also, dass es wenn Förderlinien gibt, dass sie abdecken die Entwicklung von Prüfungsformaten. Und wie wir jetzt genau partizipativ damit umgehen, das macht jetzt Inga. Genau, danke schön. Ich darf jetzt was zu digitaler Teilhabe und Zugängen sagen. Das haben wir nochmal als Extrathema neben Haltung in den Blick genommen, weil wir uns wirklich auch mit der Situation von benachteiligten Studierenden beschäftigen wollen. Es ist total notwendig, dass wir uns bewusst machen, welche Möglichkeiten wir durch KI haben, Barrieren abzubauen, wo aber durch KI auch Barrieren entstehen können. Beim richtigen oder guten Einsatz von KI kann nämlich eine größere Selbstständigkeit und Unabhängigkeit für benachteiligte Studierende entstehen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen zum einen kostenlose Zugänge zu KI-Tools für alle Studierende, um gleiche Voraussetzungen zu schaffen. Denn ansonsten sind es eher die benachteiligten Studierenden, die sich den kostenpflichtigen KI-Zugang nicht leisten können. Und dann sind die benachteiligten Studierenden eben in der Situation, dass sie nicht den gleich guten KI-Zugang wie die anderen haben und sind noch benachteiligter.
Wir brauchen auch eine Sensibilisierung von Nachteilen durch KI. Also zum Beispiel, dass kleine sprachliche Unterschiede im Prompting zu einem großen Unterschied im Output führen können, was für Menschen, die in einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache prompten müssen, eine große Schwierigkeit sein kann. Dann wollen wir aber eben auch, dass KI-Technologien zum Chancenausgleich genutzt werden. Also da könnte man jetzt als Beispiel nennen, dass es möglich ist, sich schnell Abbildungen beschreiben zu lassen. Da wollen wir aber noch dazu sagen, dass wir uns eben keinen Verzicht auf menschliche Unterstützung wünschen, sondern dass es eben wirklich so um die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von anderen Personen geht, für die benachteiligten Studierenden. Aber natürlich auch menschliche Unterstützung immer noch geboten werden soll und die KI-Tools nur als ein Mittel von vielen verstanden werden sollen, das zum Chancenausgleich verwendet wird. Wir sollten dafür Teilhabe in Hochschulgesetzen festschreiben und, wie wir es vorhin schon gehört haben, uns auch diesem Thema langfristig verpflichten. Wir sollten Barrierefreiheit als Kernkriterium in der Auswahl von KI-Tools beachten und die KI-Tools, die für Studierende bereitgestellt werden, regelmäßig auf Barrierefreiheit prüfen. Und wir sollten autonom von kommerziellen Partnern bleiben und uns mehr für partizipative Forschung mit benachteiligten Gruppen zu KI forschen, denn nur wenn benachteiligte Gruppen Teil der Forschung sind, werden wir auch ihren Bedarfen gerecht. Und das Ganze kann man eigentlich nur hinkriegen, wenn man irgendwie auch die ausreichende Qualifizierung hat. Das heißt, was irgendwie wichtig ist jetzt in dem Diskurs, wenn man jetzt nicht anfängt, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, dann wird man wahrscheinlich einfach diesen Startpunkt verschlafen haben. Weswegen wir der Meinung sind, dass es unbedingt braucht, dass alle Studierende und alle Lehrende Anwendungskurse für KI haben und diese auch besuchen. Und vor allem, dass dann auch Weiterbildungsangebote für Lehrende im Kontext von KI in Form eines Anreizsystems besucht wird und diese Weiterbildungsangebote auch wirklich besucht werden und vielleicht auch besucht werden müssen, weil meistens ist es so, dass schon an den ganzen Unis Weiterbildungsangebote existieren. Es gibt diese Strukturen, aber sie einfach nicht gut besucht werden. Und deswegen sind wir auch der Meinung, dass die Weiterbildung für Studierende im Hochschulgesetz verankert werden sollte. Beispiel ist vielleicht das Berliner Hochschulgesetz, wo das Thema Nachhaltigkeit verankert ist. Sowas könnte dann auch für die KI-Weiterbildung vielleicht in Form von Future Skills festgehalten werden. Es sollte eine Art KI-Transferstelle geben, die sich halt damit befasst, inwieweit die KI in den vielleicht auch verschiedenen Fachrichtungen oder Fakultäten integriert werden kann. Die Weiterbildung von Lehrenden sollte dann auch in der Zielvereinbarung festgeschrieben werden. Und die Auswirkung von KI kann natürlich je nach Studiengang und Fachrichtung unterschiedlich sein. Das heißt, auch diese Auswirkung sollte geprüft werden, inwieweit in den unterschiedlichen Kursen und Studiengängen sich das auswirkt. Und zu guter Letzt sollte es eine Art Zusatzzertifikat geben. Ja, Zertifikate sind sehr, sehr beliebt gerade, ne? Micro-Credentials. Aber wir sind der Meinung, das könnte ein richtiger Schritt sein, um Studierende dazu zu bewegen, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, Zusatzzertifikate in KI für Studierende ermöglichen. So, jetzt haben wir viele Impulse gehört und jetzt so ein bisschen die Frage, und jetzt, wie gehen wir weiter? Wir haben letzte Woche sehr viel darüber diskutiert, was wir jetzt sozusagen am Ende noch sagen wollten, als, ich würde mal sagen, Call to Action für alle. Und wir haben uns entschieden, dass wir das natürlich jetzt nicht alleine wuppen werden, diese Transformation. Deswegen zumindest für die Leute, die online zuhören, für die Leute, die hier im Garten sitzen, was könnt ihr jetzt tun? Und wir haben ein paar Highlights rausgegriffen für die unterschiedlichen Statusgruppen. Als Studierende haben wir uns gedacht, KI-Tools ausprobieren und kritisch hinterfragen. Das ist ja eigentlich mal so ein klassischer Ansatz, mal ein bisschen experimentieren, aber auch darüber nachdenken, ja, was macht denn das Tool oder welche Daten gebe ich denn eigentlich diesem Tool gerade? Und das dann mit anderen Studierenden, aber auch mit Lehrenden, sich darüber auszutauschen, in Diskurs zu kommen, mal zu überlegen, okay, was passiert hier eigentlich, welche Auswirkungen hat das? Also, liebe Studierende, probiert Tools aus. Als Lehrende, Zeit einräumen, sich mutig mit KI-Tools und mit den Studierenden auseinanderzusetzen. Also wirklich auch in die Lehrveranstaltung gehen, vielleicht ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt,
so die Semester gehen jetzt langsam zu Ende, man kann sich vielleicht nochmal diese Zeit rausnehmen, auch mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt nochmal eine Vorlesung, wo wir KI-Tools mal in unserem Fachkontext erproben, weil diese KI-Tools, wir projizieren so viel da rein, aber was steckt eigentlich wirklich dahinter, wie funktioniert das im Fachkontext, das einfach mal gemeinsam auszuprobieren und gemeinsam in diese Exploration zu gehen, das ist, glaube ich, das, was die Lehrenden jetzt kurzfristig auch tun können, am besten morgen. Hochschulleitungen. Hier haben wir nochmal dieses Haltungsthema aufgegriffen. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, wir sind uns alle unsicher in diesem Diskurs und es zeigt sich meines Erachtens sehr stark, dass Studierende sind unsicher, weil sie keine Regeln haben, weil sie vielleicht auch nicht genau wissen, welche Auswirkungen hat KI auf ihren Job, auf ihr Profil. Lehrende sind unsicher, weil sie sich vielleicht überfordert fühlen und das müssen wir uns einfach mal eingestehen und das als Möglichkeit nehmen, um hier in den Diskurs zu kommen. Und als Hochschulleitung würde ich die Erwartung stellen, dass man diesen Raum gibt, dass man Haltung zeigt und vielleicht auch als Hochschule mal sagt, okay, hier stehen wir gerade mit KI, das ist möglich an unserer Hochschule, wir haben vielleicht noch keine Zugänge, das ist der Grund und das ist einfach ein laufender Prozess, das muss man sich bewusst machen. So, wie geht es jetzt weiter mit diesen Forderungen oder diesen ersten Impuls? Wir haben ja jetzt auch bewusst gesagt, das ist jetzt ein ganz frischer Stand, das ist jetzt nichts Fertiges. Wir werden diese Forderungen weiter ausbauen. Wir werden auch natürlich mit unterschiedlichen Stakeholdern diskutieren. Und wir wollen das nicht bei Forderungen belassen. Wir wollen eigentlich schauen, wo sind die Best Practices in der Hochschullandschaft? Wer hat schon Dinge erprobt? Welche Dinge können wir irgendwie besser sichtbar machen? Und wie können wir eigentlich das als Anlass nehmen, in einen Diskurs zu kommen, zu kommunizieren. Also ich denke, so ein Papier ist nur was wert, wenn man darüber diskutiert. Wir haben dafür auch schon sozusagen ein Line-up von Workshops und von anderen Events, wo wir auch über dieses Thema sprechen werden. Und wer Interesse hat, haben wir einen QR-Code. Da kommen Sie auf ein Kontaktformular. Da lade ich Sie einfach nur ein, wenn Sie da Interesse haben, dann hinterlassen Sie einfach eine E-Mail und dann kriegen Sie, sag ich mal, Updates, wenn sich in diesem Kontext was bewegt. Das war jetzt unsere Möglichkeit, mit Ihnen nochmal langfristig im Austausch zu bleiben. Wenn Sie jetzt sagen, als Studierende, noch kurzer Werbeblock, Digital Changemaker finde ich cool, dann darf ich darauf hinweisen, dass die aktuelle Bewerbungsphase läuft. Das heißt, wenn Studierende zuhören oder Sie Studierende haben, für die das relevant ist, bis zum 14. Juli können Sie sich noch bewerben. Und wir freuen uns, glaube ich, immer mehr engagierte Studierende zu sehen. Und ich glaube, damit sind wir erstmal am Ende. Ich tue nochmal die Folie her und danke für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben noch Zeit für Fragen, hoffe ich. Ja, wir haben auf jeden Fall Zeit für Fragen. Und zwar nichts im Chat, aber ganz viel hier im Raum. Laura? Super, danke schön. Noch einmal die Hand hoch, einmal in der Mitte, da hinten, genau. Danke. Und dann vorne einmal bei Thomas. Ja, vielen Dank für eure tollen Überlegungen. Ich finde, fast alles könnte ich so unterschreiben. Zwei Ergänzungen vielleicht. Einmal hattet ihr gesagt, einheitliche Regelungen für den Einsatz von KI-Tools. Da müsste man dann vielleicht nochmal überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist, weil es kann ja auch sein, je nach Lernziel, dass sich vielleicht das ja in bestimmten Settings oder Szenarios es keinen Sinn macht. Oder ich möchte, dass diese Basiskompetenz gelernt wird ohne KI und dass es da in der Prüfung zum Beispiel nicht erlaubt ist. Und dann sonst wird ja unsere Arbeitswelt so aussehen, dass wir KI nutzen können. Und insofern sollte das natürlich auch gelernt werden an der Hochschule. Insofern Prüfung mit KI sollte vielleicht zukünftig dann der Normalfall werden. Aber das andere kann es halt trotzdem vielleicht noch geben. Und der zweite Punkt mit den kostenlosen Zugängen ist auf jeden Fall wichtig, die Chancengleichheit. Vielleicht hat sich das jetzt mittlerweile so erübrigt, weil wir GPT-4o haben, kostenlosen Zugang, dass es dann gar nicht mehr nötig ist. Also dass es nicht mehr diese Differenz gibt zwischen teurem Bezahlzugang und kostenlosem, schlechteren Zugang. Ich glaube, das hat sich jetzt
vielleicht erübrigt. Das könntet ihr nochmal überlegen. Wenn ich einmal direkt darauf sagen kann, also ja, klar, auf jeden Fall, das hat schon Bewegung gegeben. Ich glaube aber in gewisser Weise ist es insoweit noch eine Zukunftsversion, dass es ja auch schon vorher anfängt bei den Geräten, die ich brauche, zum Beispiel, ne? Also nicht alle Studierenden haben einen super Laptop oder so. Also das ist auch nochmal ein Schritt, den man dann sogar auch mitdenken muss. Aber natürlich bewegen wir uns auch da schon wieder in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Und vielleicht noch als Ergänzung, also klar, bieten immer mehr Anbieter natürlich auch kostenlose Zugänge an, aber es ist ja trotzdem noch ein Unterschied. Also es gibt eine Plus-Version und das heißt ja automatisch, dass es irgendwelche Funktionalitäten gibt, die besser funktionieren. Und der zweite Aspekt ist natürlich auch, die reden wir jetzt von einem Anbieter. Ne? So die Frage, okay, wir hatten dieses Thema autonom, ist auch so ein Thema, okay, wollen wir jetzt von allen Studierenden erwarten, dass sie sich jetzt einen Account bei OpenAI machen, den man dann doch vielleicht braucht. Ich denke, da muss man einfach in diesen Austausch kommen, aber im besten Fall löst sich dieses Problem durch Druck in der Industrie durch Zugänge. Das ist natürlich auch interessant. Also erstmal großes Lob dafür, dass ihr euch damit so auseinandergesetzt habt. Finde ich ganz, ganz toll. Ich habe leider nicht so viele Fragen, sondern mehr Anmerkungen. Also ihr wünscht euch Regelungen, ihr wünscht euch Hochschulleitungen, die den Mut haben, auch Regelungen zu machen. Passt eigentlich nicht dazu, dass ihr gerne Partizipation wollt. Also wenn ihr das schreibt, ja, es sollte vielleicht Regelungen geben, aber bitte doch mit euch. Dann möchte ich davor warnen, jetzt schon einheitliche Regelungen zu fordern. Meine Erfahrung, also ich bin so ein Early Adopter, ich gehe da mit meinen Studierenden rein, aber ich mache auch Kurse mit anderen zusammen, die jünger und frisch berufen an die Universität kommen und sagen, nein, auf Gottes Willen, das machen wir gar nicht, das lassen wir nicht zu im Prüfungskontext, die Nutzung von KI, ja, warum nicht? Also wenn ihr einheitliche Regelungen fordert, führt das sehr, sehr schnell dazu, dass die Mutigeren, die vorangehen wollen, ausgebremst werden und es nicht mehr machen können. Also überlegen, was die Folgen von euren Forderungen sind. Da würde ich nochmal bei jedem einzelnen Punkt ganz genau drauf gucken, dass ihr euch da nicht sozusagen selber hindert. Insgesamt wollen wir eine Ermöglichungskultur. Wir wollen gerne, dass Sachen experimentell ausprobiert werden in einem Universitäts- oder Hochschulrahmen, in dem sowieso so wenig ausprobiert wird. Also verstärkt den Aspekt vielleicht mit euren Forderungen. Bist du Dankeschön. So lieb. Danke. Ja, ich hatte es doch schon im Chat geschrieben, aber ich stelle mir einmal die Frage, jetzt seid ihr vielleicht nicht die ganz prototypischen Studierenden. Ne? Insofern ist es immer auch interessant, nochmal zu reflektieren, ihr habt ja Positionen, ihr macht euch sehr viele Gedanken, ihr geht da ganz gezielt dran ran. Wie ist es denn mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen? Was nutzen die denn? Weil in der Universitätspraxis ist es häufig so, in einer Welt steht dann im Seminararbeit. Ne? Und dann weiß man schon, aha, da hat einer gleich mal, und dann, wenn zusammenfassend lässt sich sagen steht, weiß man auch, da war wieder ChatGPT. Und für viele ist scheinbar KI jetzt eigentlich nur das, Textgenerierung über ChatGPT und dann mal raushauen in gewisser Weise. Deshalb wäre meine konkrete Frage, einmal, was nutzt ihr für Tools oder was nutzen eure Kommilitonen für Tools? Wie nutzt man es? Und vielleicht als zweite Frage, wird KI aus eurer Perspektive sowas wie ein Handy sein irgendwann? Jeder hat es ganz automatisch, jeder nutzt es und so weiter, weil das ist ja gerade, es fließt viel Energie da rein, diese Tools zum Beispiel im universitären Kontext für Bildungszwecke zur Verfügung zu stellen. Und in der nächsten Iteration vermeldet OpenAI plötzlich, sie wollen eine Education AI zur Verfügung stellen und ähnliches. Ne? Also ist es schwierig, da als Einrichtung gezielt hinzuentwickeln, ohne nach einem halben Jahr festzustellen, war alles für die Katz, brauchten wir gar nicht. Ne? Also zwei Punkte. Ich habe das Gefühl, unter meinen KommilitonInnen gibt es noch gar keinen Common Sense zu KI. Also manche benutzen es auch noch gar nicht. Aber halt auch, wenn man es benutzt, dann hat man oft das Gefühl, der Vorwurf steht direkt schon so halb im Raum, dass man es eigentlich nur zum Schummeln benutzt. Deswegen kann ich das auch sehr gut verstehen, wenn man damit jetzt noch nichts zu tun haben möchte. Und ich kenne auch welche, die das dann nur mal so als Witz ausprobiert haben oder so, aber jetzt nicht wirklich damit viel arbeiten. Ich kenne aber auch andere, die wirklich jeden Tag damit arbeiten und total viele nervige Aufgaben so abgeben. Ja.
Ja, ich kann ihm nur zustimmen. Was ich aber auch erfahren habe, ist, dass Kommilitonen einfach sagen, okay, zum Beispiel, ich habe einen Python-Kurs, wo ich gerade Python lerne. Ich nehme aber ChatGPT nicht, um mir die Lösung zu geben, sondern nee, ich mache diesen Kurs, weil ich es lernen möchte und nehme ChatGPT einfach nur, um meinen Code sozusagen zu prüfen. Also sowas kenne ich auch. Also ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich kenne auch beides. Ich habe eindeutig Kommilitoninnen in meinem Studium, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Aber da würde ich Inga zustimmen, wenn Studierende unter dem Generalverdacht stehen, dann möchte ich vielleicht mich auch erstmal distanzieren. Und das ist nochmal, warum die Haltungsfrage auch so wichtig ist und dieses gemeinsam mutig sein und an neuen Lösungen erstmal denken. Zu der Handyfrage, boah, vielleicht. Also ist jetzt, also man merkt an meiner Antwort, ich bin da noch nicht so, auch ne, ist noch ein Vielleicht drinne, weil ich glaube, auch da sieht man wieder viele Bezugspunkte zu, wer kann sich ein Handy leisten, ne? Wer weiß, wie man es bedient. Wenn man das weiß, kann einem das den Alltag wahnsinnig viel leichter machen und auch Kommunikation unterstützen, auf jeden Fall. Darf ich euch noch kurz fragen, was habt ihr denn eigentlich, das geht jetzt breiter, als DCMs darüber gelernt, wie ihr mit anderen Stakeholdern im ja doch komplexen, langsam malenden System Uni, wie ihr die mitnehmen könnt? Denn ihr habt ja auch Stakeholder Conversations jetzt für Oktober angesetzt und das würde mich interessieren. Und die Forderungen, mit wem habt ihr da alles gesprochen? Ist das eine interne, und es tut mir leid, wenn ich das verpasst habe, ist es eine interne Forderungsliste oder mit wem seid ihr in Austausch gegangen? Es gibt ja mehrere Forderungen, die jetzt auch erarbeitet wurden. Wo kamen sie her und wie arbeitet ihr mit Stakeholdern? Ich fange mal an und dann, okay. Also tatsächlich vom Prozess her ist es jetzt erstmal eine Idee gewesen, die wir aus den Bedarfen, also Hochschulforum ist natürlich so mit dem Digital Changemakern aktiv und hat den Bedarf wahrgenommen, studentische Stimme zu stärken. Und daraus hinaus haben wir halt gesagt, okay, wir fangen jetzt mal mit den Digital Changemakern an. Wir haben eben, eingangs hatte ich das ein bisschen versucht zu skizzieren, erstmal uns auch versucht, ja, einen Überblick zu verschaffen, weil es passiert einfach sehr viel auch an den unterschiedlichen Hochschulen, gerade im Lokalen passiert sehr viel. Studierende, es gibt irgendwie manchmal Taskforce, es gibt Erarbeitung von Leitlinien und haben quasi in der Kombination von wir schauen mal, wir kommen auch in Kontakt, also zum Beispiel in Bayern gibt es die KI-Tutoren, da haben Inga und Lea viel auch mit denen gesprochen, aber trotzdem sind wir aktuell noch in diesem kleinen Rahmen von Digital Changemakern und es ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu betonen, das ist jetzt nicht aktuell die Stimme von allen Studierenden, also es wurde schon so ein bisschen erwähnt, natürlich sind jetzt die Studierenden, die hier stehen, auch sehr aktiv im Hochschulkontext unterwegs, sehr aktiv in der Digitalisierung. Es ist jetzt nicht der breite Querschnitt. Und wenn es jetzt um Thema Stakeholder geht, möchten wir eben das als Anfang nutzen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es immer leichter ist, um über etwas zu diskutieren, wenn man erstmal sozusagen unsere Position versucht zu erarbeiten und dann diese zu diskutieren. Also es kam ja jetzt auch schon sehr interessante Diskussionspunkte auf. Also wir haben es jetzt innerhalb von 20 Minuten hier schon geschafft, eine Diskussion im Kleinen anzuregen und deshalb hoffen wir uns jetzt natürlich mit unterschiedlichen Gruppen, also Hochschulleitungen, also wir sind bei VPL, ist für Vizepräsident Lehre, also da ist ein Treffen im Juli, das wird sicherlich spannend, aber wir werden auch mit unterschiedlichen Studierendenorganisationen nochmal sprechen und auch natürlich Lehrende und Kommilitonen und so weiter. Dankeschön. Wollt ihr noch was ergänzen? Okay. Ich glaube, wir sind leider auch durch mit der Zeit. Vielen Dank für diesen super prägnanten Forderungskatalog, der sich einreiht in andere. Und ich glaube, in dieser Summe wird sich viel bewegen. Vielen Dank für die klaren Worte.